Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es eine Rezension geben und zwar zu einer von mir heiß ersehnten Fortsetzung. Heute geht es um Eis wie Feuer von Sarah Raasch. Dies ist wie gesagt eine Fortsetzung und zwar ist es der zweite Teil von Schnee wie Asche, der ebenfalls im TBT Verlag erschienen ist. Deswegen würde ich euch aber bitten, wenn ihr Teil 1 noch nicht gelesen habt, guckt euch dieses Video nicht an, weil ich euch natürlich auch etwas zur Handlung erzählen möchte. Und ja, ich würde euch auf jeden Fall spoilern, von daher lest bitte erst Teil 1, wenn ihr euch dieses Video ansehen wollt. Ja, worum geht es in dieser Fortsetzung? Eis wie Feuer spielt 3 Monate nach dem Ende von Schnee wie Asche. Am Ende des ersten Teils gab es ja eine große Schlacht, an dessen Ende der König von Frühling, Angra, verschwunden ist und Mayra, unsere Protagonistin, herausgefunden hat, dass in Wirklichkeit sie die Thronerbin von Winter ist und nicht wie bis dahin geglaubt ihr bester Freund Metha. Ja, 3 Monate später ist Mayra damit beschäftigt, Winter wieder aufzubauen und findet dabei durch Zufall den großen Magieschlund ihres Landes wieder. Eine längst geglaubte Quelle der Magie und daraufhin, ja, scheint das Machtgefüge, was sich gebildet hat, zu bröckeln und sich zu verändern. Maras Freund Theron, der Prinz von dem einen Rhythmuskönigreich, na, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, ist ja auch nicht so wichtig, ihr kennt ihn aus dem ersten Teil. Auf jeden Fall sieht er in diesem Magieschlund die Chance, ihn als Waffe einzusetzen und dafür zu sorgen, dass die Kriege sich nicht wiederholen. Mayra jedoch sieht das Ganze ein bisschen anders. Sie hat Angst vor der Magie und vor der Kraft, die entfesselt werden könnte und macht sich deshalb auf die Suche nach einer Möglichkeit, diesen Magieschlund für immer zu verschließen. So viel zum Inhalt, mehr möchte ich euch nicht verraten. Ich war sehr gespannt auf diesen zweiten Teil, weil mir der erste wirklich unglaublich gut gefallen hat und mega spannend war und einfach diese Welt mich so interessiert hat, die da geschaffen wurde. Auch Teil 2 konnte mich von Anfang an mit einem sehr lockeren und leichten Schreibstil überzeugen, in den ich gut abtauchen konnte. Hier wird die Geschichte abwechselnd aus der Sicht von Mayra und von Metha erzählt, da die beiden ja im Laufe der Geschichte sich an verschiedenen Orten aufhalten, wo verschiedene Dinge passieren. Ich muss allerdings sagen, dass ich die Perspektive von Metha gar nicht so wichtig fand und so interessant fand. Das kam erst am Ende. Ganz am Ende war es dann doch von Bedeutung, aber bis dahin habe ich mich des Öfteren mal gefragt, ja, warum verfolgen wir ihn jetzt? Also, weil auch das, was er getan hat, in meinen Augen einfach nicht so spannend war. Ich finde aber, dass die Perspektivwechsel trotzdem so ein bisschen Schwung in die Sache reingebracht haben und sie waren auch gut dosiert, also überwiegend wird die Geschichte nach wie vor von Mayra erzählt, aber zwischendurch war es dann doch mal ganz nett, so einen kleinen Wechsel drin zu haben, aber wie gesagt, so ganz interessant fand ich die Perspektive von Metha nicht, aber ich glaube, das ist halt einfach so mein persönliches Ding. Ich glaube, anderen könnte es anders gehen. Ich habe das Buch mit der lieben Claire Morgenstern zusammen gelesen und die konnte das zum Beispiel überhaupt nicht verstehen, warum ich mich daran gestört habe. Ich weiß noch, dass ich in Teil 1 sehr von der Handlung beeindruckt war, weil sie halt auch einfach sehr spannend war und nicht langweilig wurde. Die Handlung in Teil 2 ist ein bisschen anders aufgebaut. Zum einen gestaltet sich das Ganze hier so ein bisschen wie so eine Schnitzeljagd, weil Mayra halt auf der Suche nach Antworten ist und auf der Suche nach bestimmten Dingen, um halt diesen Magieschlund verschließen zu können. Und dafür reist sie durch die verschiedenen Königreiche. Das war eigentlich ganz interessant, weil man so viel mehr von der Welt sehen kann. Man lernt die verschiedenen Königreiche näher kennen, die es gibt, die Unterschiede in der Lebensart und Weise. Und ich fand das sehr interessant gemacht. Da hat sich Sarah Raasch wirklich auch eine sehr vielseitige Welt ausgedacht, die mir wirklich sehr gut gefallen hat. Und das fand ich auf jeden Fall sehr schön an diesem Buch, dass man halt durch diese verschiedenen Königreiche reist und diese kennenlernen kann. Davon abgesehen war die Handlung an sich interessant, aber leider nicht so spannend wie im ersten Teil. Da hätte ich mir zwischendurch echt mehr gewünscht. Es war nicht langweilig, weil es schon ja, immer wieder so Aspekte gab, die die Geschichte so am Laufen gehalten haben, die wie gesagt interessant waren, wo man mehr wissen wollte. Aber so dieses Rasante und Schnelle, was es im ersten Band zwischendurch gab und dieses Fesselnde, das man unbedingt weiterlesen wollte, das hat für mich persönlich gefehlt. Das kam erst ganz am Ende und dazwischen war es eher ja, recht ruhig. Hier steht dafür mehr der Konflikt von Mayra im Vordergrund, den sie mit sich selbst hat. Durch ihre neue Rolle als Königin weiß sie nämlich gar nicht mehr genau, wer sie ist und versucht ihre 2 Rollen, die sie jetzt von sich kennt, halt in Einklang zu bringen. Zum einen war sie ja immer die Kriegerin, jetzt ist sie aber auch die Königin und das ja, verwirrt sie
Und sie überlegt halt oft, wie sie diese beiden Personen zusammenbringen kann, wer sie jetzt eigentlich sein muss. Das war eine ganz interessante Entwicklung bei ihr zu beobachten, wobei es halt auch zu Situationen geführt hat, wo ich sie nicht so gut verstehen konnte. Und ja, eine Sache hat mich auch echt genervt, und zwar entwickelt sie im Laufe des Buchs gegenüber einer bestimmten Person ein sehr großes Misstrauen, was... ja, ich an einigen Stellen einfach überhaupt nicht nachvollziehen konnte und was mich zwischendurch auch echt genervt hat, weil sie manchmal dann auch echt zickig gewirkt hat. Ja, also ich weiß nicht, ihre Entwicklung hat so zwei Seiten gehabt. Die eine war gut, sie hat sich weiterentwickelt, aber dann war halt auch diese Sache mit dem Misstrauen und dass sie so ein bisschen zickig war und andere... ja, ein bisschen unfair behandelt hat, und das fand ich dann wiederum nicht so gut. Das Ende war dann nochmal das Highlight, weil am Ende gab es wieder eine, ja, absolute Überraschung und einen sehr, sehr spannenden Moment. Und natürlich, wie sollte es anders sein, endet dieses Buch offen mit einem Cliffhanger, und das, ja, hatte ich eigentlich schon erwartet, weil am Ende von Teil 1 war es ja im Prinzip genauso. Aber das Ende hat für mich halt von der Spannung nochmal einiges rausgerissen, weil da saß ich echt mit offenem Mund vor diesem Buch und dachte mir so, oh mein Gott. Und dann ging es endlich mal zur Sache und da geschah halt das, ja, was ich mir vorher eigentlich schon gewünscht hatte. So viel zu diesem Buch. Es hat mir gut gefallen. Es war ein bisschen schwächer als der erste Teil, aber jetzt auch nicht so gravierend. Also es war eigentlich... ja, doch eine solide Fortsetzung. Es war halt vom Aufbau her, von der Handlung her, komplett nochmal was anderes als der erste Teil. Aber wie gesagt, ich mochte diesen Aspekt sehr gerne, dass man auch die anderen Königreiche kennenlernt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man Metha und Mayra in diesem zweiten Teil halt sehr kurz nur in Kombination erlebt, weil sie die größte Zeit getrennt sind. Das fand ich ein bisschen schade. Ja... aber ist halt so. Von mir bekommt das Buch insgesamt 4 Sterne. Ich glaube, der erste hatte echt 5 von mir gekriegt, weil der hat mich echt geflasht. Von daher, wie gesagt, der zweite Teil ist ein bisschen schwächer, konnte mich aber insgesamt überzeugen. Und ich mag nach wie vor die Welt und ich bin sehr, sehr gespannt, wie diese ganze Geschichte ausgeht. Ich kann mir mehrere Dinge vorstellen, die noch passieren könnten. Ja, ich lasse mich überraschen und freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf den dritten Teil. So viel zu diesem Buch. Wenn ihr es schon gelesen habt, teilt mir sehr gerne eure Meinung mit. Wie ging es euch mit diesem zweiten Band? Und ansonsten, ja, hoffe ich, dass ich ihn euch jetzt ein bisschen schmackhaft machen konnte. Das war's von mir und diesem Buch. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Ich weiß gar nicht, welcher Tag es ist, wenn ihr dieses Video seht. Viel Spaß beim Lesen und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.